Was versteht man unter Nikotinsucht? Laut aktuellen Schätzungen zufolge rauchen in Deutschland und Österreich ca. 25% der Menschen regelmäßig. Das bedeutet, dass der Großteil der Raucher nikotinabhängig ist. Diese Sucht oder auch Abhängigkeit tritt auf, wenn man ein hohes Verlangen nach Nikotin hat. Sprich, wenn man schon eine geraucht hat vor kurzem und man raucht Viertelstunde, halbe Stunde später die nächste Zigarette, obwohl man sich ja schon befriedigt hat mit der jeweiligen Nikotindosis. Es gibt unterschiedliche Abhängigkeitsformen, einmal die psychische und einmal die körperliche. Die psychische nennt man Craving und das zeigt das übermächtige Verlangen nach Nikotin. Und bei der körperlichen Abhängigkeit ist das die Nervosität tritt auf, man ist unruhig, man möchte wieder seine Hand zum Mund führen. Das sind so körperliche Abhängigkeitsformen, die bei einer Nikotinsucht auftreten. Es sei gesagt, dass reines Nikotin hochtoxisch ist, also sehr giftig, und dass Menschen bereits bei 50 Milligramm sterben könnten. Um zurückzukommen, wenn man sich dazu entschließt, einen Entzug zu machen, dann hat man die ersten 7 bis 10 Tage körperliche Symptome wie gereizt sein, depressive Stimmungen, Nervosität, Unruhe, Konzentrationsschwierigkeiten, Angst oder Schlafstörungen, weil einfach das Nikotin im Körper fehlt. Zusätzlich kommt noch dazu, dass man ein sehr starkes Verlangen nach einer Zigarette hat, beziehungsweise nach dem Rauchen einer Zigarette. Und das tritt so nach 10 Tagen circa, wird das immer schwächer und schwächer. Was weitaus länger andauern kann, ist die psychische Abhängigkeit. Hier ist das Verlangen nach einer Zigarette, wird immer stärker und stärker, auch wenn man gerade eine geraucht hat. Die Nervosität und Unruhe tritt auf. Auch je nachdem, welche Situation man, ob man Stress hat in der Arbeit oder ob man nicht schlafen kann. Des Weiteren, der Körper verlangt nach einer Zigarette, trotzdem, wenn man krank ist oder Husten hat, Verstimmungen oder was auch immer. Das sind so die psychischen Faktoren, die etwas länger andauern können wie die körperlichen Symptome. Also eine Nikotinsucht, wenn man die bekämpft, sollte man sich ärztliche Hilfe aufsuchen oder man versucht es mit anderen Mitteln oder Alternativen, diese Nikotinsucht zu verringern zu Beginn, so wie zum Beispiel mit der E-Zigarette. Und anschließend kann man auch bei der E-Zigarette das Nikotin schrittweise runter reduzieren, bis man dann auf 0 Milligramm im Liquid ankommt. Also so wäre auch eine Möglichkeit, die Nikotinsucht zu bekämpfen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ein bisschen Aufklärung und bis zum nächsten Mal. Danke.